Hallo und herzlich willkommen zu diesem Krita-Tutorial, in dem ich mit euch gerne auf ein Thema eingehen würde, was schon seit Ewigkeiten in den Kommentaren auftaucht. Und zwar geht es um die Stabilisierung des Pinsels. Und in Krita gibt es hier einfach die Möglichkeit, die Werkzeugoption, und zwar eine Werkzeugoption des Pinsels, und die findet ihr hier oben rechts, wenn ihr den Bereich Werkzeugoption aktiviert. Im Bereich des Pinsels gibt es die Möglichkeit der Glättung. Die Werkzeugoptionen selber sind dafür da, dass man im Prinzip einzelne Optionen für bestimmte Tools verändern kann. Das heißt, je nachdem, welches Tool es auswählt, werden die Optionen hier entsprechend angepasst. Und wenn ihr euch im Bereich Pinsel befindet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, eine Glättung einzustellen. Das heißt also, wenn ihr zeichnet und dann vielleicht so die Linie manchmal etwas zittrig wirkt, dass man das halt eben durch diese Stabilisierung ausblendet. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir im Prinzip hier irgendein Tool auswählen können. Das können wir jetzt hier dieses hier machen, die Größe ein bisschen kleiner stellen und dann einfach anfangen zu zeichnen. Das bedeutet also, wenn ich hier jetzt zeichne, dann seht ihr, mache ich das jetzt ohne eine Glättung. Das funktioniert erstmal gut. Wenn ich jetzt eine längere Linie ziehe, dann wird die manchmal so ein bisschen zackig. Das können wir mit einem anderen Tool mal ausprobieren. Dann ist das auch so, dass wenn ich hier anfange zu zeichnen, dann seht ihr, manchmal erwischt er so den Anfang und das Ende nicht so und wird manchmal auch ein bisschen zackig. Ich kann jetzt hier die Stabilisierung einstellen auf einfach, weighted oder Stabilisierer. Ich arbeite, wenn ich jetzt ganz gerade Linien haben möchte, oft mit dem Stabilisierer und setze das ungefähr auf 50 Pixel, hier im Prinzip Abstand, und kann dann im Endeffekt sehr smooth, sehr gerade Linien ziehen und das Ganze dann auch sehr, sehr schön über eine längere Strecke. Da seht ihr dann, stabilisierte für mich im Prinzip die Linie komplett über die komplette Strecke, und das könnt ihr einfach jetzt hier auch mit dem Stabilisierer ausprobieren, was für euch besser funktioniert. Weighted, wie gesagt, da geht er nicht so ganz stark drauf los und stabilisiert nicht so ganz stark, wobei ihr hier auch genauere Einstellungen vornehmen könnt. Und der Stabilisierer, wie gesagt, wenn ich hier längere gerade Linien brauche, dann benutze ich den. Und wenn ich einfache Zeichnungen erstelle, dann nehme ich einfach den Weighted, weil das funktioniert dann dementsprechend ein bisschen besser. Okay, probiert einfach diesen Stabilisierer aus. Wie gesagt, das ist die Lösung für das Problem, wenn der Pinsel ein bisschen zu stark wackelt, zu eckige Ergebnisse liefert, dann einfach hier unter Werkzeugoptionen den Stabilisierer aktivieren. Und falls ihr die Option nicht habt, unter andockbare Dialoge und Werkzeugoptionen hier aktivieren. Alles klar, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.